Hallo, fühlen Sie sich erschöpft nach Marktturbulenzen? Keine Sorgen, wir haben etwas, das hilft, Gleichgewicht wiederzuerlangen und nicht von Investoren abgehängt zu werden. Wir haben eine Zusammenfassung wichtiger Informationen der Woche vorbereitet. So können Sie Marktrückstände aufholen und wichtige Infos gewinnen, um durchdachte Entscheidungen zu treffen. Heute werden wir unter anderem die neuesten Nachrichten, das AVL Airdrop und Scrolls Web 3 Gaming behandeln. Wir besprechen, was uns nach dem Halving erwartet und mehr. Zusätzlich gibt's am Ende einen Marktüberblick. Stellen Sie sicher, dass Sie die Folge von Anfang bis Ende sehen und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie über die diskutierten Themen denken. Lass uns starten. Das AVL-Netzwerk kündigte kürzlich einen unerwarteten Airdrop für Nutzer im EVM-Netzwerk an, die auf Blockchains wie Arbitrum, Optimism, Polygon, ZK, EVM und ZK Sync aktiv mitgewirkt haben. Die Aktivitäten umfassten hauptsächlich natürliche Aktivität in diesen Netzwerken, Staking im Polygon-Netzwerk, Teilnahme an Governance-Abstimmungen und andere vom Projekt nicht beschriebene Aktivitäten. Personen auf Starknet bekamen eine Token-Zuteilung. Um ihren Airdrop zu erhalten, brauchen sie eine AVL-Wallet, die sie mit der Plattform verbinden, oder eine Wallet, die das Polkadot-Netzwerk unterstützt. Der gesamte Prozess ist sehr intuitiv und einfach zu handhaben. Bisher schwankt der Preis von AVLs Token im Vorverkauf um 30 bis 40 Cent pro Stück. Teilt, wie viele unerwartete Dollar in euren Börsen gelandet sind. Der Gaming-Sektor entwickelt sich schnell, begeistert mit neuen Spielen, moderner Grafik und packenden Kampagnen. Im vorherigen Bullenmarkt hat dieser Trend den Markt angeheizt. Projekte erzielten tausende Prozent Gewinn, seit sie Tokens herausgaben. Zu diesem Zeitpunkt drehte die Kryptowelt durch. Projekte verkauften ihre Vision, ohne ein Produkt zu haben. Alles basierte auf Versprechen. Investoren vertrauten trotzdem ihr Geld Projekten wie Illuvium und Sandbox an, in Hoffnung auf beträchtliche Gewinne, was vielen gelang. Speziell bei Sandbox beobachten wir derzeit einen Rückgang vom Allzeithoch um 94%, was den Preis noch immer 1.500% über dem tiefsten Stand hält und immer noch mit einem Niveau von 1.500% über dem Allzeittief. In diesem Bullenmarkt stürzten sich Spieleentwickler massiv in den Web3-Markt, in der Hoffnung, Kapital von Gaming-Enthusiasten anzuziehen. Leider führt die Zunahme neuer Projekte im Kryptosektor dazu, dass sich Kapital verteilt und Bewertungen von Kryptospielen nicht mehr so attraktiv sind wie früher. Der Gaming-Trend bleibt, doch nun sehen wir weniger spektakuläre Token-Wertungen bei Gaming-Produkten. Das bedeutet nicht, dass man kein Geld verdienen kann. Ein Beispiel, das wir besprechen, ist das Spiel Chronoforge, jetzt in der Beta-Testphase. Es handelt sich um ein Multiplayer-RPG, vergleichbar mit Diablo oder Hades, basierend auf Unreal Engine 5, technisch sehr ausgefeilt. Das Gameplay basiert hauptsächlich auf Teamzusammenarbeit, daher wird es kein weiteres Pay-to-Win-Spiel sein. Fonds wie 363 Capital, Xborg, Swissborg oder Zephyrus Capital haben in es investiert. Es wurde bekannt, dass man für den Besitz ihrer NFTs, Teilnahme an Tests und Erreichen der Spitze in der Rangliste einen Token-Drop als Belohnung für Engagement im Projekt erhalten kann. Das Spiel ist auch im Epic Games Store verfügbar. Während einer der Galas beim Token 2049 Event in Dubai zog das auf Telegram basierende Torn-Projekt viele Zuhörer mit seiner Präsentation an. Pavel Durov, der CEO von Telegram, kündigte auf der Bühne die Zusammenarbeit mit Tether und die Aufnahme ihrer Stablecoin USDT in das Torn-Ökosystem an. Dies ist ein wichtiger Schritt fürs Netzwerk, da es Investoren erlaubt, Investitionen leicht in stabilen Dollar zu wandeln. In seiner Rede sprach Durov auch die Übernahme von Telegram im Tokenisierungsprozess des Projekts an. Er präsentierte seine Vision eines kostengünstigen Ökosystems, das weltweit Millionen erreicht, mit minimalen Gebühren und Dezentralisierung. In Anbetracht der schnell steigenden Netzwerkgebühren und Einstiegshürden für Personen außerhalb der Branche in die Kryptowelt, die Technologie von Telegram könnte entscheidend im Adoptionsprozess dieses Sektors sein. Wie bekannt ist dies unvermeidlich, also unterstützen wir Projekte, die dem Markt Mehrwert bieten. Wir sprachen auf Twitter über Zcasino und Änderungen, die seine Schöpfer beim Start des Hauptnetzes am Ökosystem machten. Die Situation stieß bei Teilnehmern der Airdrop-Kampagne auf negative Resonanz. Sie wurden angewiesen, ihre ETH an Zcasino zu senden. Diejenigen, die dies taten, sollten am Tag des Netzwerkstarts ihr ETH im Verhältnis 1:1 erhalten. Leider änderten Projektersteller die Regeln. Die übertragenen Token wurden in CKAS Token, den nativen Token des Zcasino-Netzwerks, umgewandelt und einer Vesting-Periode unterzogen. Nicht nur wurden die Gelder nicht in derselben Währung zurückgezahlt, auch die Zeit für ihre Wiederbeschaffung hat eine Sperrfrist von 15 Monaten. Die Gemeinschaft beschuldigt die Projektersteller, sich 30 Millionen Dollar angeeignet zu haben. Überlegen wir, welche Vorteile das Projekt dadurch ziehen könnte.
Hauptsächlich verlangsamt es den Kapitalabfluss aus dem Projekt, wodurch Investorenkapital langfristig gebunden wird, die dort investiert haben. Leider sieht die Kehrseite schlechter aus. Die Kryptowelt begann, das Projekt zu boykottieren, vom durchschnittlichen Investor bis zu den Risikokapitalgebern mit Anteilen. Dadurch hätten sie dem Projekt viel mehr Schaden als Nutzen zufügen können, zum Nachteil ihrer Gemeinschaft handelnd. Am Montag, dem 22. April nach dem Halving, war ein euphorisches Sentiment in Finanzmärkten zur Lage auf dem Kryptomarkt spürbar. An diesem Tag, nach Eröffnung globaler Sitzungen, stieg Bitcoin um etwa 3,5%, prallte von der unteren Kanallinie ab. Das bedeutet, das Bitcoin-Halving wurde weltweit positiv aufgenommen, Gelder flossen wieder und das Interesse wuchs. Ist dies nur eine vorübergehende Bewegung aufgrund des Ereignisses? Wir denken nein. Wie gezeigt, bewegt sich BTC weiterhin in seinem Bereich und hält ihn fest. Dies zeigt, dass wir eine große Energieansammlung sehen, die bald nutzbar wird und einen größeren Zug auslösen soll. Laut technischer Analyse erwarten wir einen Bitcoin-Anstieg und eine Rallye-Fortsetzung, die etwa 80.000 Dollar erreicht und das vorherige Allzeithoch übertrifft. Wird es passieren? Alles deutet darauf, es braucht Zeit. Neue Wege, unsere Identität zu verifizieren, Datenbesitzprotokoll oder KYC auf der Blockchain, ohne unsere Daten mit Dritten zu teilen. Die Einführung in der Kryptowelt machte das KYC-Verfahren, also die Identitätsverifizierung, nötig, was Kryptowährungsnutzer nicht begrüßen. Das Teilen sensibler Daten mit Dritten für Nutzung ihrer Plattform führte oft zu Datenlecks oder Verkauf an weitere Firmen zum Zweck des Aufbaus einer Kundendatenbank und Sammlung von Infos über diese. DISCS-Technologie bietet großartige Möglichkeiten, die zu unserem Vorteil genutzt werden. Wie wäre es mit Identitätsverifizierung durch Blockchain? Genau dies hat das Data Ownership Protocol Projekt angegangen. Dank Zero Knowledge Proof Technologie werden unsere Daten auf der Blockchain gespeichert und anonym verifiziert, ohne sie einer dritten Partei zu zeigen. Das Programm prüft die Korrektheit der Daten und vermittelt Infos darüber, ob sie zuverlässig sind. Solche Lösungen sind sinnvoll und bringen Sicherheit für unsere sensiblen Daten im Blockchain-Sektor. Ein Austausch oder Projekt, das unsere Verifizierung erfordert, erhält Rückmeldung über die Genauigkeit der Daten direkt von der Blockchain, ohne direkte Infos wie Wohnadresse oder persönliche Identifikationsnummer zu bekommen. Das Basisökosystem, eine der schnellst wachsenden Blockchains, überrascht kaum, unterstützt durch Coinbase und deren finanzielle Mittel, die zur dynamischen Expansion ihres Ökosystems beitragen. Da fast jede Layer-2-Lösung Dezentralisierung sucht, führt dies zur Einführung eines Tokens, das ihre Entwicklung erleichtert. Wir sahen ein ähnliches Muster bei Arbitrum, Optimism und Starknet. Wir glauben, Base wird die Token-Einführung im Bullenmarkt ankündigen. Die heutigen Netzwerkaktivitäten könnten zu einem Airdrop führen, wie bei Konkurrenten. Gerüchte sagen, es könnte einer der besten Airdrops sein, die an Nutzer verteilt wurden. Wie können wir uns vorbereiten? Besuchen Sie unser Profil auf X, wo wir den Airdrop-Leitfaden bereitstellen, der die notwendigen Schritte beschreibt, die Sie einem Airdrop näher bringen könnten. Alles wird so präsentiert, dass jeder die Aktionen und Strategien, die wir wählen, verstehen kann. Wie die Satoshi-Schwestern sagen, früh sein ist der Schlüssel. Wir laden Sie zu unserem Kanal ein, wo wir täglich Airdrop-Anleitungen, Projektbeschreibungen und Markteinblicke teilen. Das Scroll-Projekt, kürzlich auf RX diskutiert, hat nun offiziell eine Kampagne angekündigt. Wie spekuliert, könnte dies in einem Airdrop für die aktive Gemeinschaft münden. Dies führte zu Unzufriedenheit in der Gemeinschaft, da Kampagnen meist mit Benutzer-Identitätsverifizierung endeten. Kampagnen von linearen Supra-Orakeln, bei denen wir verschiedene Aufgaben über Monate hinweg erfüllen mussten, um Punkte zu verdienen. Diese Strategie disqualifizierte Multi-Wallets und Farmer, die neue Konten massenhaft erstellten, um mit minimalen Transaktionen Belohnungen zu sichern. Einst lehnte die Gemeinschaft Scrolls, Beweis der Menschlichkeit, ab. Die Ablehnung gründete auf der Überprüfung von Benutzer-Wallets, von Identitätsglaubwürdigkeit bis zu Netzwerkaktivitäten. Warum sich Scroll zu diesem Schritt entschied, ist spekulativ, ob es um die steigende Anzahl an Wallets oder regulatorische Probleme geht. In jedem Fall ist noch nichts entschieden. Bis jetzt hat das Projekt angekündigt, dass dies die Phase 0 ist. Es geht ums Überbrücken von Geldern via offizielle Scrollbrücke vom Ethereum-Netzwerk. Schlechte Nachrichten von Projektadministratoren. Für Kampagnenpunkte ist das Halten von ETH nötig, nicht nur, wie zuvor erwähnt, das Brücken. Sie bestätigten, dass wir umso mehr Punkte bekommen, je mehr ETH wir halten. Das ist ein Schlag für Farmer, da Multi-Wallets ausgeschlossen werden könnten. Ob wir 10 ETH in einer Geldbörse oder ein Ether in 10 Börsen halten, die Punkteanzahl könnte gleich sein. Hoffen wir, dass sich die Situation klärt und wir mit einem Lächeln mit dem Netzwerk interagieren können. Sehr niedrige Gaspreise bei Ethereum.
Hat sich das ganze Interesse auf Bitcoin verschoben? Kürzlich bemerkten wir einen signifikanten Rückgang der Transaktionsgebühren bei Ethereum und den Second-Layer-Netzen. Was könnte die Ursache sein? Zuerst muss das Marktsentiment betrachtet werden. Das Interesse an Kryptowährungen ist jetzt im Vergleich zum letzten Monat deutlich geringer. Weniger Nutzer suchen nach neuen Investitionen und die Handelsaktivität nahm signifikant ab. Zweitens gibt es ein gesteigertes Interesse an Bitcoin und neuen Lösungen, die in seinem Netzwerk entstehen, wie BRC20 und Runen, die während des Halvings den Weg wiesen. Drittens, die Zeit nach der Halbierung als Akkumulationsphase betrachtet. In den drei vorherigen Zyklen war dieser Zeitraum eine Phase des Energieaufbaus für einen Ausbruch, begleitet von einem seitwärts gerichteten Trend. Dann konnten wir eine gesteigerte Aktivität beobachten, die sich nach einigen Monaten in eine unaufhaltsame Gear-Rally verwandelte. Ethereum wird noch lange Bestand haben. Ihre Entwicklungspläne sind sehr ambitioniert und finanzielle Unterstützung gewährleistet die weltweite Massenadoption von Krypto. Derzeit ist es ein ausgezeichneter Zeitpunkt, Aufgaben für künftige Airdrops zu erledigen, die sich als beste Investition erweisen könnten, die Sie je getätigt haben. An die Arbeit. Zum Marktupdate. Derzeit schwankt der Bitcoin-Preis um die $66.000 und bleibt in einem seitwärts gerichteten Trendkanal. Um die Rallye auf $80.000 fortzusetzen, muss BTC den Widerstand bei $67.400 überwinden und die Barriere bei $72.000 durchbrechen. Diese Ebene markiert den Beginn von Short-Liquidationen. Wie im Diagramm ersichtlich, bewegen wir uns seitwärts, da der Markt noch nicht entschied, welche Richtung er einschlagen soll. Die Kraft der Long- und Short-Positionen reicht nicht, um die kritischen Support-Levels zu durchbrechen. Es wurde beobachtet, dass wir seit Anfang März zwischen festgelegten Niveaus pendeln, Energie für nächste Schritte sammeln. Denken Sie daran, wir sind noch im Aufwärtstrend und langfristig war es nie vorteilhaft, gegen den Trend zu handeln. Das nächste Element ist Bitcoins Dominanz, die auf 52% fiel. Das ist nicht ungewöhnlich. In einer Seitwärtsbewegung fließt Kapital oft in Projekte, um neue Chancen zu suchen. Das ist jetzt geschehen. Daher haben Altcoins aufgeatmet und bluten nicht mehr. Einige hochkapitalisierte Projekte entwickeln sich gut, doch es ist noch nicht ganz Altsaison. All dies wird durch den Mangel an neuem Kapital, das in den Markt fließt, verursacht. Gelder zirkulieren von Projekt zu Projekt, doch in diesem Fall muss einer verlieren. Für den nächsten Gewinn. Derzeit sind ca. 93% der Bitcoins im Umlauf. Ein großer Teil wird von Langzeitinvestoren gehalten. Dies deutet auf einen Trend und Interesse an diesem Vermögenswert hin. Beim Blick auf den Indikator für Reserven der Kryptobörsen, derzeit bei 9,16% der Gesamtversorgung, sehen wir einen Rückgang der angesammelten Beträge. Dieser Indikator signalisiert, dass Investoren eher kaufen als verkaufen wollen. Bei anhaltendem Trend dürften BTCs auf Börsen abnehmen, während mehr Wallets das Asset langfristig ansammeln, was eindeutig nur eines bedeuten kann. Der Wert von Bitcoin wird mit der Zeit wachsen. Sollte sich die globale Politik ihm gegenüber nicht ändern, können wir bald seine astronomischen Bewertungen beobachten. Trotz der gemäßigten Stimmung haben wir ein relativ hohes Angst- und Gierniveau über 70, was darauf hinweist, dass die Investoren immer noch Gier zeigen. Memes breiten sich weiter in wichtigen Netzwerken wie Ton und Base aus. In den letzten Tagen gab es einen spürbaren Anstieg bei den zu wichtigen Second-Layer-Netzwerken wie Linea, Zeka, Sync, Scroll und Base überbrückten Geldern. Dies ist auf laufende Kampagnen und Spekulationen über bevorstehende Airdrops zurückzuführen. Trotz Dramen auf dem Kryptomarkt nehmen Nutzer weiterhin teil, spielen ihr Spiel, was Gewinne aus Belohnungen für ihre Teilnahme bringen könnte. Die Menge überbrückter Gelder wächst, was den wachsenden Gesamtwert in diesen Netzwerken beeinflusst. Die Frage ist, ob wir Nutzerinteresse nach Ende der Airdrop-Kampagnen sehen. Zeit wird es zeigen. Schließlich blicken wir auf Ethereum, das kürzlich wegen neuer Entwicklungen im Bitcoin-Markt an Investoreninteresse eingebüßt hat. Derzeit sind wir bei rund $3.200 pro Einheit. Sieht man die Statistiken des letzten Monats, gab es verglichen mit März einen leichten Rückgang der Marktkapitalisierung. Seit Beginn des Jahres sehen wir sein Wachstum weiterhin. Die vorübergehende Korrektur war mit der Fokusverlagerung auf neue, auf BTC basierende Lösungen verbunden. Innovationen wie Runen oder Ordinale zogen Investoren mit neuen Lösungen an. Noch viel Kapital im Spiel kann erobert werden. Das Diagramm zeigt das Niveau der ETH-Liquidation, ähnlich wie bei Bitcoin, und definiert einen spezifischen Kanal, in dem sich Ethereum bewegt. Wenn wir den Widerstand bei $3.300 überwinden, könnte die nächste Station bei $3.700 sein, wo ein Preisrücktest erwartet wird. Dies ist eine Zeit, in der Ether Energie für einen weiteren Anstieg sammelt, was zum Beginn einer Altsaison führen könnte.
Wir haben auch einen Rückgang der Gebühren im Ethereum-Netz festgestellt, gut für diejenigen, die bei Airdrops in EVM-Netzen aktiv sind. Im Vergleich zu den letzten Monaten sind die Transaktionspreise von zweistelligen und dreistelligen Dollarbeträgen auf einstellige Beträge gesunken. Das ist alles für diese Woche. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bemühen uns, klar verständliche Materialien auszuwählen. Vergessen Sie nicht, Daumen hoch zu geben, unseren Kanal zu abonnieren. Für Vorschläge bitte kommentieren. Wir möchten Ihre Meinung zu BTC, Runen und Airdrops wissen. Was erwartet uns als nächstes? Wir ermutigen Sie, unseren Twitter zu besuchen, wo viel passiert und wir regelmäßig neue Infos bereitstellen. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Danke nochmal und bis nächste Woche. Wir planen was Besonderes, also bleiben Sie dabei.